Die Regionalliga West. Alle Spiele nur bei Sporttotal. Die Highlights werden präsentiert von Schau ins Land Reisen. Hat alles seine Ordnung. Auf die Sekunde genau geht's jetzt los. Fortuna Düsseldorf. Zwei in den rot-weißen Trikots von links nach rechts. Und der SC Wiedenbrück in dem schönen Dunkelblau von rechts nach links. Jetzt mal die Chance schön. Wieder auf Monteiro, der da rechts durchgestartet war. El Fauzi, wieder Monteiro. Wieder die flache Flanke und der Abschluss kommt nicht aufs Tor. Wiedenbrück kann das gerade so klären, ist aber noch heiß die Situation. Und jetzt mal der erste Abschluss dieser Partie von Davino Knappe. Aboagi jetzt mal rechts auf Domröse, macht das richtig gut mit seinem Pace und da ist er, Ruskis. Viel Getummel, aber Düsseldorf kann das gerade so klären und hat jetzt wiederum die Möglichkeit, vielleicht den Konter schnell auszuspielen. Machen sie nicht. Guter Ballauf, Bindemann. Monteiro macht zwar ganz kreativ da mit dem langen Chipball. Überreicht er das fast Marcel Hölscher im Tor der Wiedenbrücker. Dieser Hinsicht wirklich große Vorteile bislang bei der jungen Fortuna. Jetzt mal der Fehlpass, aber Rutzkis kommt nicht dran. Aber dafür Karanov Aboagi mit der Riesenchance zum 1:0. Und Benzig mit einer super Fußabwehr, die hier die Führung fast aus dem Nichts des SC Wiedenbrück verhindert. Und sich. Kapitän Ruskis mit dem nächsten Abschluss. Mal aus der Distanz, warum nicht? El Fauzi. Und Kosten bleibt da so ein bisschen hängen. Und jetzt die Gelegenheit für Karahan. Über die rechte Seite. Ball kommt gut in die Mitte. Aber dann sind da Bozek und Boller klären das gut. Um dann doch zu treffen. Wäre dann aber auch erst sein erstes Törchen in dieser Saison. Hat für Oberhausen in 16 Einsätzen nicht treffen können. Und nächster sehr guter Abschluss des SC Wiedenbrück. Monteiro. Ballverlust, Knappe. Und wieder dieser Chipball auf die Außen von Amedik. Diesmal auf Domröse. Dominik Domröse, Aboagi. Guter Ball auf Ruski. Das erste Saisontor des Rückkehrers nach einer fantastischen Flanke von Philipp Aboagi. Der Manfred Ruskis traumhaft hier bedient. Und für die nicht ganz unverdiente Führung des SC Wiedenbrück hier führt. Brechmann. Immer noch Brechmann. Gute Ablage, El Fauzi. Kommt nicht durch mit seinem Abschluss. Angriff rollt weiter und dann ist es für mich ein Handspiel von Aboagi, der da die Flanke eher von Kim eher unerlaubt abwehrt. Ist natürlich nicht einfach, da durchzukommen. Bozek sieht Kim. Da kommt der Ball auch hin. Minwoo Kim. Monteiro! Mit viel Risiko die Direktabnahme von Luis Felipe Monteiro.
Kalonji jetzt mal auf El-Fawzi. Und knappe! Mit dem richtig gefährlichen Abschluss, der da noch abgefälscht wird. Ich bin mal gespannt, wie er sich hier einfügen kann. Jetzt erstmal die Riesengelegenheit über Aboagi. Der legt nochmal quer und sich hält den Ball von Domröse. Kommt dann nicht mehr richtig hinter den Ball. Und Benzig ist da zur Stelle. Geller, Amedik. Düsseldorf schiebt das sehr hoch und Geller löst das richtig, richtig gut. Einfach nur Domröse lässt den Ball durch für Karahan. Bahati Karahan macht ihn nicht. Bringt den Ball nur an den Pfosten aus ganz spitzem Winkel. Und verpasst es hier, die kleine Vorentscheidung zugunsten der Wiedenbrücker zu verschaffen. Der, man muss es leider sagen, heute wirklich sehr enttäuscht hat. Kein Torabschluss, kaum Bälle festgemacht. Und seine Mitspieler hat er auch gerade in den 1-2 Kontersituationen zu selten gefunden. Und der Abschluss von Schröder jetzt gar nicht so ungefährlich, weil da Geller noch dran war. Aber Marcel Hölscher passt da mächtig auf. Nächster lange Ball auf Christoph Linnemann. Sehr spitzer Winkel und nicht die Entscheidung hier für Wiedenbrück. Christoph Linnemann lässt die Riesenchance zum fast sicheren Sieg liegen. Aber auch hier, die Fortuna schafft es nicht, da durchzukommen, durch die Hintermannschaft der Wiedenbrücker. Und so ist es jetzt der Schlusspfiff. Der SC Wiedenbrück gewinnt mit 1:0 durch einen wunderbaren Kopfballtreffer von Manfredas Ruskis hier im Paul-Janes-Stadion gegen die U21 von Fortuna Düsseldorf. Ja, Leute, das Video muss jetzt fertig werden. Wie ist das jetzt hier? Was ist hier? Playlist. Ja, okay. Und hier unten? Abonnieren. Ja, war's das? Oder ist hier noch was? Letztes Video. Ja, sag ich ja. Alles gut.